Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, wir sind schon wieder irgendwo anders unterwegs, und zwar auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Wir befinden uns mal kurzerhand in einem Sperrgebiet, wo wir eigentlich nicht sein dürfen, aber da drüben wartet unsere Hauptmission auf uns. Und um die möchte ich mich jetzt liebend gerne kümmern. Ich frage mich, warum der Kollege immer noch nicht abrollt. Ich habe doch das Abrollen freigeschaltet. Oh, ich habe Post. Ihr Club hat den Clubwettstreit gewonnen. Ja, herrlich. Ja, wer jetzt in den Club drin ist, könnt ihr euch eigentlich denken. Dave ist auf jeden Fall dabei. Die Dani ist auch Mitglied im Club. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist der Super-Juppie auch Mitglied im Club. Aber was wollte ich jetzt genau? Ich wollte gucken, warum der Kollege sich hier nicht abrollt. Fähigkeiten. Nahkampf war es nicht. Fernkampf war es auch nicht. Dann muss das da Schleichen sein. Genau, abrollen. Verringert den Schaden nach einem Sturz. Zum Ausführen bei der Landung auf dem Boden Kreis drücken. Okay, ich vergesse jetzt mal Kreis zu drücken. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Arno macht natürlich wie immer alles richtig, nur ich bin der Idiot. Nee, warte, sie ist tot. Zack. Ach, ich liebe es einfach, wenn sie da rumstehen und auf mich warten. Ja, der Tempel ist also dieses Ding hier, wo wir gerade oben gestartet sind. Da müssen wir uns dann nachher wieder reinschleichen wohl. Da wird Germain anscheinend drin sein. Und wir müssen da hoch. Da wird dann wahrscheinlich Elise wieder auf uns warten. Und dann startet Sequenz 12 Erinnerung 3. Und wir kommen immer näher zum Ende dieser Geschichte. Was heißt zum Ende? Es wartet noch der DLC Dead Kings auf uns. Der Tempel. Okay, dann wollen wir mal. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drin. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Scheint ziemlich leer zu sein, also ich sehe nicht so viele Gegner. Germain hat sich ein hübsches vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Ja, das gefällt mir ja. Keine Schwachstelle. Ich kann also nichts ablenken, ich kann mir nirgendwo Hilfe holen. Ja, Germain eliminieren. Fortfahren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. 9 Zugänge haben wir, 62 Wachen, 14 Verstecke und 2 Alarmglocken auf dem ganzen Gelände. Das wird kein Zuckerschlecken. So, da haben wir natürlich schon einige. Wir müssen erstmal hier runter, weil rüberspringen können wir sowieso nicht. Und ich glaube, wir gehen vorher auch mal kurz zum Händler und uns einmal kurz aufrüsten. Geld haben wir zwar nicht so viel, aber wir brauchen auf jeden Fall volle Medizin, die haben wir. Die Triche sind auch voll. Ah, die Berserkerklingen holen wir uns noch eine, haben wir 2 Stück. So, und nun machen wir uns an die schwere Aufgabe, da reinzukommen. Natürlich unentdeckt, soweit es geht. Ganz schön viele unterwegs. Da hinten läuft auch noch einer rum. Da sind 2. So, der ist hier auch schön versteckt. Der bleibt dann auch hier.
Ich hoffe, der da oben kommt nicht runter. Nee, schaut nicht so aus. Der macht seinen Patrouillengang. Der da hinten auch. Okay, dann ab ins nächste Versteck hinein. Die beiden ausschalten. Mein Gatebit reagiert nicht. Hilfe, Hilfe! Ich hab ein Problem, mein Gatebit reagiert nicht. Verdammt, verlier ihn nicht! Was soll denn der Scheiß? Warum reagiert mein Gamepad nicht? Ach, jetzt reagiert's wieder. Was soll denn der Scheiß? Gehen wir jetzt hier hoch und gucken, dass wir die erledigt kriegen. Anscheinend habe ich versehentlich auch die Berserker-Klinge benutzt. Das haben wir wieder gefickt eingeschädelt. Jetzt muss ich mal kurz warten, bis wir wieder unentdeckt sind. Kurz die Medizin nehmen, hätte ich auch schon wieder beinahe aus dem Augen verloren. Es läuft nicht gut für uns. Hab ich dich! Kurz gucken, da unten rennt einer rum, da sind noch zwei. Da ist einer. Du bist erledigt. Puh. Ja, vielleicht hat er noch was für mich dabei. Doppelte Luftattentate und die beiden Glocken sabotieren. Ich glaube nicht, dass wir das erreichen werden. So, da hinten sind wieder zwei. Ich gehe einfach mal erstmal hier hoch. Eine bessere Übersicht und ich glaube, hier oben hängt auch keiner rum. Robespierre wird sich irgendwo da drin befinden. Da war ein Scharfschütze. Schleichen wir mal irgendwie außen rum. Das wird nicht einfach. Da ist er. Ja, Junge, sobald du da rauskommst, wirst du erschossen und bleibst da schön oben liegen. Oder ich komme dir einfach ein bisschen entgegen und muckt sich so ab. Okay. Ich glaube, hier vorne war auch noch einer, oder? So, du machst jetzt eine Runde Berserker da unten. Wo bin ich? Was ist mit meinen Ketten passiert? So, das ist einer der Stärkeren, der sollte eigentlich gut mit denen klarkommen. So hoffe ich denn. Ein bisschen für Unruhe sorgen. So, Phantomklingen sind leer, Berserkerklingen sind leer, jetzt haben wir nur die Phantomklingen. Ich hoffe, da müssen wir wenigstens einen mit. Oder infizierst vielleicht noch einen. Aber das schaut gar nicht so gut aus. So, ich frage mich gerade, ob wir in den Baum da reinspringen können. Haben die jetzt was gesehen, oder?
Ja, anscheinend haben sie mich gesehen. So, du bist tot, da war glaube ich nur noch einer. So, ansonsten war hier glaube ich keiner mehr. Jetzt können wir eben schnell die Glocke sabotieren. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch einen Weg da reinfinden. Das wird auch nicht gerade einfach. Oder doch? Ich weiß nicht. Ich komme hier gerade ziemlich gut hoch. Das ist nur ein Nomad-Punkt, der bringt uns nichts. So, dann bitte wieder hier hoch. Komm schon, Arno, lass mich nicht hängen. Nach oben sollst du. Mal kurz das Adlerauge anschmeißen, da hinten ist er. Vor allen Dingen ganz alleine, das gefällt mir nicht, das riecht nach einer Falle. Assassine kehrt also zurück. Keine Zeitverschwendung. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. So, wir müssen ihn irgendwie eliminieren. Du wärst sicher in den Schatten? Ihr seid ein gewaltiger Dorn in meinem Auge. Lächerlich! Ich nehme an, Robespierre war auch euer Werk. Ihr direkter Angriff. Was? Was sollte denn der Scheiß? Wie? Was? Jetzt ist der Pisser wieder woanders. Jetzt ist der irgendwo da hinten. Die Scharfschützen hier draußen eliminieren. Und du bist jetzt auch tot. So. Das war's dann hoffentlich von hier. Ja. Jetzt müssen wir da rüberkommen. Wir haben ihn auf jeden Fall einmal getroffen. Was schon mal immerhin etwas ist. Mal rüberspringen, sehr schön. Okay, das wird nicht leicht, vor allem weil er das Schwert hat, dass er noch Blitze verschießt. Was wir ja ganz am Anfang gesehen haben, als wir uns an Demolet erinnert haben. Puh, also müssen wir auf jeden Fall immer verdeckt agieren, um ihn zu erreichen. Schleichen uns am besten hier über die Dächer dorthin. Da geht's runter, da müssen wir hin. Versuch's doch, wirst schon sehen. Wo ist er denn? Nun, bist du doch nicht. Naja, wir haben ja noch eine Berserkerklinge. Ne, haben wir gar nicht. Aber wir könnten versuchen, sie abzulenken. Jungs, geht bitte alle dahin. So, jetzt sind wir nach unten gerannt. Ich hoffe, das hat keiner bemerkt. Oh doch, da kommen welche. Oder auch nicht. Sie suchen mich noch. Das ist gut so. Ich
Jetzt sind wir hier unten und irgendwo wird sich wohl Gamon hier unten verstecken. Warten die unten noch Überraschung auf mich? Schaut erstmal nicht danach aus. Hier geht's nicht weiter. Das wird nicht einfach, sage ich euch. Ja, da vorne um die Ecke wird er sein. Was ist hier passiert? Germain hat eine Art Waffe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Er ist mir entwischt. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir es mit der Wind interagieren. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, ihn reden lassen und irgendwie von hinten anschleichen. Der Tag würde nicht kommen, dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen. Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungesehen war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, 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 du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde zu selbstgefällig. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Da hinten der blaue Punkt. Was ist das? Ach, das ist Elise. Okay. Seit Jahrhunderten konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Insignien der Macht. Die Titel des Adels, die Ämter der Kirche und des Staates. Gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen zu führen. Ich töte dich! Versteck dich ruhig! Das macht keinen Unterschied. Du... Da bist du ja. Okay, das hat nicht funktioniert. Verdammt. Du hörst nicht zu. Dann versuchen wir es noch einmal. Das werden wir wohl hinkriegen, hoffe ich. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen, dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, 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 du bist doch viel klüger als... Ob wir ihn ablenken können? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich sehe dich, Assassine! Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde zu selbstgefällig. Seit Jahrhunderten konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Insignien der Macht. Die Titel des Adels, die Ämter der Kirche und des Staates. Ich finde dich schon! Hallo, Assassine! So, jetzt haben wir ihn getroffen. Sehr schön. Und er ist wieder weg. Aber das ging wenigstens gut mit der Ablenkung. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg, check. Medizin tanken. Und ich bin mal so dreist, wir beenden einfach hier die Folge. Denn wir sind schon eigentlich, wir haben euch die 20 Minuten erreicht. Ich würde natürlich gerne jetzt einfach, fuck, einfach weiter durchspielen und euch zeigen, wie es hier weitergeht. Aber... ich mache mal einen kleinen Cliffhanger draus. Mal sehen, ob wir es in der nächsten Folge schaffen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann heißt es wie immer dieses kleine Däumchen da unten drücken. Da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Unity.